Generell hat man eigentlich schon sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten. Es wird jeder Einzelne wieder auch sehr unterstützt, wenn der Wunsch da ist, sich weiterzuentwickeln. Es wird hier im Unternehmen sehr viel Wert darauf gelegt, auf Weiterbildung der Mitarbeiter. Es wird dann, wenn ein Mitarbeiter auf eine Führungskraft zukommt und aktiv auch um eine Schulung bittet, wird dann natürlich evaluiert, ob das jetzt Sinn macht. Ich bin schon mal zu einem richtig guten Kommunikationsseminar geschickt worden. Das war Schloss Herrnstein, glaube ich, war das dort. Hat mir richtig gut gefallen. Das Zweite, was mir da wichtig ist, es wird auch beim Mitarbeitergespräch mit Vorgesetzten immer gefragt, das ist eine von den Fragen, die immer gestellt werden, gibt es irgendwelche Schulungen, die interessant wären? Neue Mitarbeiter werden normalerweise in so 2, 3 Monaten auf spezifische Themen eben eingeschult. Das betrifft natürlich spezielle Tools, die wir haben, spezielle Services, die nur wir haben. Dadurch, dass wir in einem sehr dynamischen Marktumfeld arbeiten, ja? Dadurch, dass wir da, schon, ich sage mal, immer so an der Cutting Edge sind von technologischer Entwicklung, ja? Ist es schon so, dass es bei uns natürlich schon, dass wir natürlich schon Leute ansprechen als Mitarbeiter, die sich ja wirklich einbringen wollen. Das wird aber auch auf der anderen Seite entsprechend belohnt, ja?